Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video machen wir wieder einen ultimativen Affen, aber da ich das inzwischen selber ein bisschen langweilig finde, machen wir das mit einem kleinen Twist. Und zwar beschwören wir heute den ultimativen Anti-Bloon. Habe ich noch nicht gemacht, kann man auf jeden Fall mal raushauen. Ein Format mit dem ultimativen Affen, platziere ich einen Affen und gebe den jeden Boost im gesamten Spiel. Und der Twist heute ist einfach, ich darf keine Bananenplantagen benutzen. Habe ich mir überlegt, ist vielleicht ganz lustig. Wir machen es einfach mal ohne Bananenplantagen. Ich weiß gar nicht, ob das geht und ob das klug ist. Aber wir machen das einfach mal. Dazu machen wir natürlich Benjamin. Und ich sage auch dazu, das wird diesmal ein bisschen anders sein. Denn andere Affen werden jetzt auch Schaden machen diese Runde. Es wird nicht nur ein einziger Affe Schaden machen. Weil es einfach, wir müssen ein bisschen tricksen dabei. Und wir springen mal kurz dann da in die Partie. Überschreiben das alte Spiel. Denn du hast hier noch andere Möglichkeiten, um Geld zu machen. Unter anderem natürlich Benjamin. Das Imperium hast du natürlich auch noch. Kannst du auch noch raushauen für Geld. Wir haben hier nur nicht so viel Wasser. Was ich aber, glaube ich, machen werde... Warum... Hä, was... Seht ihr das? Ich werde aber den Sniper raushauen. Ich werde Elite-Scharfschütze raushauen und dann diese Sniper spammen. Ich glaube, eine Geldkiste am Anfang ist auch okay. Ich mache mal... 3. Die werden Schaden machen. Ich werde die auch am Ende verkaufen. Aber... Das müssen wir in Kauf nehmen, dass ich dann ein bisschen Schaden mit dem mache. So, da haben wir eine für 3. Haben wir hier schon einen, der in der Mitte recht weit ist. Da haben wir schon 0-3-0, perfekt. Haben wir einen oberen Alchemisten, der schon einigermaßen weit geskillt ist. Den haben wir schon mal, ist auch nicht verkehrt. Hauen wir auch schon mal raus, haben wir auch schon mal einen Trank. Na egal, wenn wir eh schon so wild unterwegs sind. Habe ich noch ein U-Boot, was ich raushauen kann? Erstmal Geldkisten, zack, zack, zack. Und den durchskillen auf Energizer. Dadurch laden sich Fähigkeiten schneller auf, wobei ist jetzt ein bisschen früh, ne, um den rauszuhauen. Ja, der Superaffe an sich, der wird wahrscheinlich erstmal gar keinen Schaden machen, weil die Sniper halt auch da sind. Aber, habt Vertrauen, Leute. Für noch mehr Geld, wir nehmen es einfach mal so mit. Wir nehmen es einfach so mit, wir machen mit den Snipern Geld. Weil ich glaube, wenn du halt viele Sniper spammst, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich nur Sniper gespammt habe auf einer gesamten Map. Und ich glaube, da haben wir ja 50.000 pro Runde gemacht oder so. Also halt wirklich richtig, richtig viel. Und deswegen, wir können viel Geld machen, da kommen wir hin. Wir brauchen halt eine Menge. Wir brauchen den Anti-Bloon. Wir brauchen den wahren Sonnengott, brauchen wir für den Boost. Wir brauchen ein bisschen was. Ich kann nur Dinge raushauen und hoffen. Könnte auch noch einen Alchemisten platzieren, der Ballons zu Gold macht. Das gibt aber meiner Meinung nach nicht so viel Geld. So. Es wird halt sehr spät. Also wenn alles klappt, kriegen wir es vielleicht in Runde... keine Ahnung. Runde 90 hin oder so. Normalerweise ist es immer in Runde 80, aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schnell sein. Dafür machen wir doch dann nicht genug. Muss man einfach so sehen. Und das kann man fast einmal pro Zug einsetzen. Die Runden jetzt, die dauern jetzt auch ein bisschen länger, die längeren Runden. Also, wenn wir es einmal pro Zug hinkriegen, wäre das ganz, ganz groß. Ich muss halt immer auch wieder neue raushauen. Also, ich muss viel investieren. Aber bis jetzt geht es ganz gut klar. Wir sind bei 6.000 ungefähr. So... Oh ja, so einen entspannten 12.000er Boost. 13.000er Boost können wir schon rausholen. Reicht nicht ganz, wenn ich das mal so überschlage. Aber das Ding ist, je mehr Geld wir haben, desto mehr Sniper kann ich hier raushauen. Je mehr Sniper ich raushau, desto mehr Geld machen wir. Das geht ja Hand in Hand. Also du kannst auch Geld ohne Plantagen machen. Du musst halt nur da ein bisschen um die Ecke denken. Was ja nicht die Lieblingsbeschäftigung von jedem ist. Aber wir haben jetzt hier unten schon mal eine schöne Reihe voll. Den ganzen linken Block haben wir schon mal voll mit Geldkisten, die wir abwerfen können. Wobei, ich sollte auch wahrscheinlich frühen Sonnengott raushauen. Weil der macht auch Geld. Normalerweise haue ich erst über Takten zehnfach raus. Aber ich glaube, es macht jetzt mehr Sinn, den wahren Sonnengott früh raus. Aber der... Nee, dann opfer ich ja alle Sniper. Das ist ja eigentlich alternativlos, dass ich erst über... das ist kompliziert. Wir sind noch schon in Runde 60. Es kann sein, dass wir es erst ganz, 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 ganz spät haben. Das ganze Geklicke. Die ganzen Klicks, Leute. So, okay. Ich habe es nicht durchgezählt, aber... Ich kann mir vorstellen, dass wir so bei 30, 40 gerade sind. 30, 40 Geldkisten. Ich kann quasi endlos klicken mit den Kisten, also... Das hört ja nicht auf. Das Ding ist, wir sind halt schon Runde 70. Und wir haben quasi noch nichts geschafft. Es kann sein, dass wir hoch in die 100er Runden gehen müssen dafür. Mindest, also mit dem, was wir auf dem Feld haben, auch wenn der jetzt gleich einfach... Also wir würden auch Runde 100 so kaputt kriegen, also so ist es nicht. Und wenn ich auch mal das Geld nicht mehr nur in weitere Sniper investieren muss... Aber bis Runde 80 mache ich es noch. Bis Runde 80 haue ich noch weiter einen Sniper raus. Wie viel Geld kriege ich, wenn ich jetzt einen kompletten Boost mache? Achten wir sind bei 6.000. So. So. Wir fetzen immer noch durch. Ja, 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 das ist es, das ist es. 50.000 haben wir jetzt gemacht. Und ich haue noch mehr raus. Das ist ja noch nicht mal das Limit. So, noch mehr. Gib mir noch mal einen 50.000er Boost. Dankeschön.
Okay, vielleicht kriegen wir es doch hin. Vor Runde 90 war vielleicht gar nicht so verkehrt als Einschätzung. Ist halt viel dummes Geklicke, ne? So, ja, ich skill die noch durch und dann sind wir, glaube ich, so weit. Gut, das machen wir jetzt hier so. Über Tag die ganze Zeit weiterhin Geld abwerfen. Okay. Ja, das Klickgeräusch werdet ihr schon eine Zeit lang hören. Es geht halt nicht anders. Übertacken jetzt und klicken die ganze Zeit. So. Ich brauche jetzt noch für den Sonnengott ungefähr so 600.000. Ich kann aber auch hier das alles verkaufen, das muss ich auch noch mit einbeziehen. Wobei, wenn ich... Gehen wir mal von aus, ich kann alle für 7.000 verkaufen. Und ich habe 80. Dann haben wir es eigentlich schon, oder? Aber 10 mal 7... Wir haben es schon. Wir haben es eigentlich schon. Ich müsste das nur verkaufen. Ja gut, dann übertakte ich jetzt. Okay, sobald wir 10-fach übertaktet haben... Ich mach mal Schaden, oder? Reichweite, ich mach Schaden. Sobald wir 10-fach übertaktet haben, verkaufe ich alles und dann machen wir die Opferung. Wir kriegen tatsächlich hin vor Runde 100. Dann warten wir, wir machen Pause nach der Runde und in Runde 95 greifen wir dann groß an. Ich muss nochmal klicken ohne Ende, dass wir nochmal ganz viele Geldkisten rauskriegen. Nicht, dass es nötig ist, wir sind vom Geld komplett drüber. Das mit Verkaufen habe ich nicht mit einbezogen. So. Jetzt verkaufen wir alles. Ja, ich hab's echt übertrieben. Das Verkaufen. Ich habe das viel früher schon gehabt. Den Verkaufswert hätte ich mehr einbeziehen sollen. Übrigens, da ist noch ein Benjamin-Effekt, wenn ich was verkaufe. Seht ihr, das ist irgendein Bug. Fantastisch. Sehr buggy heute das Spiel. Nicht eine einzige Plantage haben wir rausgehauen dafür. So, nur halt 2 Milliarden Sniper. Okay. Haben wir jetzt den Boy raus. Verkaufen ist auch mal sicherheitshalber. Oben, oben, oben. Ihr kennt das Spiel. Für 50.000 oder mehr muss man jetzt opfern. Also wir haben halt 900.000. Wir haben es komplett übertrieben vom Geld. So. So. Machen jetzt hier so. Zack, 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 zack. Machen jetzt hier so. Ihr kennt das Spiel. Machen jetzt hier so, dass er den großen Trank hat. Machen jetzt hier so. Und. Jetzt gleich der Boost hittet. Ja, das war's, das war's. Wir haben den ultimativen Anti-Bloon. So, und da ihr wisst, dass ich noch ein bisschen Fun gerne mache, holen wir uns noch kurz Affenboost für 100, um halt wirklich den maximalen Speed zu sehen. Weißt du, was wir da gerade sehen, ist noch nicht der ultimative. Wir können zum Beispiel nämlich noch das hier machen. Zum Waffen aktivieren und ist dann nochmal schneller. Gut, wir killen alles instant, deswegen ist es relativ irrelevant. Aber wir können noch ein bisschen mehr machen. Er fetzt halt komplett alles weg. Komplett. Für Runde 98 will ich nochmal den kompletten Boost raushauen und den maximalen Speed sehen. Weil Runde 98 kommt eine Menge. Da kann. Oh, wir sind drin, Runde 98, so. Nochmal so, so und jetzt noch. Boom, der Speed. Oh, wir sind zu schnell. Sobald was auch nur ansatzweise in die Reichweite kommt, ist es tot. Ah. Okay. Das heißt, die Geschwindigkeit ist im Grunde sinnlos, weil er auch einfach zu stark ist. Lebt Runde 100 ein bisschen. Hat 2 Sekunden gelebt. Lass uns noch ein bisschen nach Runde 100 gehen. Aber ja, das ist der ultimative Anti-Bloon. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, ich kann noch kurz... Sorry, ist jetzt ein bisschen... alternativ, aber es gibt auch eine Quest. Da musst du 100 gepanzerten DDTs die Tarnung entfernen. Deswegen ziele ich mal dahin und... nee, nicht... 3000 musst du das machen. Du musst 3000 gepanzerten DDTs die Tarnung entfernen. Deswegen platziere ich den mal da oben, dass wir da auch noch ein bisschen mitnehmen. So ein bisschen... Mikro-Action. Aber nee, das ist komplett geisteskrank, wie hier alles wegfetzt. Es hat gepasst vom Geld. Ich hätte sogar viel früher haben können mit dem Verkaufen. Ich war zu gierig. Ich glaube, es hätte auch gereicht, wenn ich nur die Hälfte gemacht hätte. Nur die Hälfte. Ja, aber ey. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Der sprintet auch gerade ganz gut durch die Runden. Ist auch nicht verkehrt. Er hier sammelt auch ein bisschen Prozente. Das ist auch nicht verkehrt. Hat natürlich auch den Gottboost und so weiter. Das ist in Ordnung. Da würde ich sagen, Leute. Sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Es müsste bald das Update angekündigt werden, ganz ehrlich. Das letzte Update kam am, ich glaube, 13. Also ist jetzt schon über einen Monat her. Er kann ja auch beide Seiten auf einmal angreifen, weil er 2 Arme hat. Auch nicht verkehrt. Ich denke, es könnte auch sein, dass mit dem nächsten Update schon das neue Spiel angekündigt wird. Es wird nämlich so ein kleines Mini-Handy-Game noch programmiert. Das sieht jetzt nicht spannend aus. Es ist halt was, das spielst du einmal und gut ist. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass das angekündigt wird. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann wirklich bis zum nächsten Mal. Wir fetzen hier noch kurz alles weg. Bis dahin. Und ciao.